Hallöchen, wir sind zurück hier auf Berg. Wie ihr seht, können wir natürlich jetzt den einzigartigen Tornado bekommen. Ist ein 24-Stunden-Event. Ich würde sagen, da gucken wir gleich mal rein. Gucken da erstmal nach, was da so geht. 24 Stunden, 30 Sekunden jetzt noch. Also aus dem Grund weiß ich auch gar nicht, warum mit einem 24-Stunden-Event ist. Das Ding auf jeden Fall länger als die 24 Stunden. Aber gut, okay, können wir mit leben. So, wie gesagt, ich habe ihn schon am Start. Aus dem Grund kann ich ihn auch ja nicht suchen, weil ein einzigartiger Drache ist. Aus dem Grund ist es natürlich mies für mich, aber eigentlich passt es, weil mein Unezahn ist eh auf der Reise, beziehungsweise gerade ist er schon zurück, aber wie gesagt, ich muss nochmal losschicken. So, dann checken wir hier erstmal Johann, da seht ihr natürlich, ja, hier können wir wieder für Ruhe ein paar Gegenstände kaufen, aber das wollen wir natürlich nicht tun, aus dem Grund kann er sein Zeug erstmal behalten und dann würde ich sagen, fangen wir erstmal damit an, unsere Drachen neu loszuschicken, sammeln natürlich die Materialien ein, aber ich sehe gerade fischtechnisch haben wir natürlich wieder mal megamäßig viel am Start, da würde ich sagen, wir haben erstmal Fackels Bruder hier auf Level Nummer 87 pimpen, schicken den erstmal neu los und dann würde ich sagen, kümmern wir uns anschließend um die anderen Drachen, die hier noch Materialien für uns zusammenkratzen. So, dann checken wir einfach ab, gehen hier auf den Teil der Insel, sammeln hier erstmal alles ein, können ja natürlich parallel immer noch mal gucken, ob wir hier eventuell noch welche füttern können, also den Regenschneider könnten wir auf alle Fälle noch füttern, wäre auf jeden Fall eine Option, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal, ob wir eventuell andere Drachen haben, die wir auch noch füttern können, wo dann eventuell ein bisschen sinnvoller ist. Wie gesagt, da checken wir auf jeden Fall gleich mal die Lage. Gucken hier, ja, der Dagos Grill wäre eigentlich eine Option, aber wie gesagt, ich gucke erstmal weiter und entscheide mich dann zum Schluss. Ich denke, das ist das Sinnvollste. So, viele von euch haben natürlich auch gesagt, ja, nehm deine brutalen Drachen runter und platziere dann eventuell ein paar andere, einen Schiffbrecher, keine Ahnung. Also einen Schiffbrecher habe ich schon auf Berg, ich habe schon ein paar platziert. Aus dem Grund könnte ich natürlich noch ein bisschen was machen. Die schnappende Falle ist natürlich noch drauf, weil sie für mich Material sammelt. Aber wie ihr schon sagt, ja, der Feuerwurm ist natürlich jetzt nicht so derbe. Aus dem Grund könnte man die natürlich auch in den Hangar schmeißen. Aber wie gesagt, welchen Drachen soll ich noch platzieren? Das weiß ich natürlich auch nicht, wenn ihr das letzte Let's Play verfolgt habt, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wisst ihr, welche Drachen in meinem Hangar sind, welche Drachen hier auf Berg sind. So, wie gesagt, außerdem können wir erstmal die Akademie checken. Ich habe nämlich gerade gesehen, der Windstürmer ist schon mal wieder zurück. Das heißt natürlich, dass wir noch zwei Drachen im Training haben. Einen Drache können wir trainieren, aber wie gesagt, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal hier um den Windstürmer und gucken dann hier erstmal 11 Stunden, 15 Minuten, 20 Eisen bräuchten wir. Das haben wir leider nicht am Start, aus dem Grund müssen wir da natürlich erstmal noch ein bisschen warten, müssen hoffen, dass der Muffel uns was mitbringt. So, dann können wir natürlich den Windstürmer hier weiter pimpen auf Level Nummer 74 und können den für 22 Stunden, 40 Minuten nochmal trainieren. Ich will mal kurz weit gucken, wie lange brauchen die anderen, ne? 20 Stunden und einen Tag, das würde auf jeden Fall perfekt passen. Aus dem Grund würde ich auch sagen, werden wir den Windstürmer gleich mal losschicken. Für 32,8 Mille Holz schicken wir los. Haben jetzt natürlich gerade mal wieder die 383 Mille hier auf Tasche, aber ich denke, da werden wir noch ein bisschen sparen und werden dann anschließend unseren eisigen Kältegronkel eventuell nochmal für 19 Stunden 2 Minuten losschicken, um Eisen zu sammeln. Also ich denke, das ist sinnvoll, weil die Wallig will natürlich meinen Kältegronkel schnellstmöglich auf 95 pimpen. Aus dem Grund denke ich, wäre das Sinnvollste, was wir machen können. So, dann checken wir erstmal unseren grünen Tod, gucken da natürlich nach, was hat der für uns, ein Stück Holz, alles klar. Nehmen wir natürlich mit, checken natürlich anschließend die reisenden Drachen, aber vorher würde ich sagen, gucken wir natürlich erstmal ins Mysterium-Paket. 6-mal den Funkenhüstle, 5-mal den Holzklau, 1-mal den Elite-Knochenräuber, dann 5 Mille Fisch, 5 Mille Holz, 4 Runen, eine Rune und nochmal 5 Runen mit dazu. So, dann würde ich sagen, sagen wir erstmal weg damit und checken jetzt anschließend erstmal unsere reisenden Drachen. Also ihr seht schon, unser Muffel braucht noch 2 Stunden 9 Minuten. Aus dem Grund können wir da erstmal nicht so wirklich was machen, können uns jetzt aber erstmal auf die Drachen hier auf der anderen Seite erstmal konzentrieren. Ich würde sagen, das machen wir auch. Checken hier natürlich erstmal den ersten ab. Oh, 50 Eisen. Alter, das wäre natürlich mega krank. Klar, wir würden dann 7 Eisen verschenken. Das wäre vielleicht auch nicht so pralle. Aber wie gesagt, entweder Eisen oder Drachenei wäre natürlich schon nice. Bei meinem Glück krieg wieder mal Zahnrad. Weiß ich nicht. Gucken wir auf jeden Fall mal nach. Aber wie ihr seht, kriegen wir wirklich das Zahnrad. Alter, gibt's da ja nicht. Mann. Gut, okay. Ist halt so, können wir nicht ändern. Könnten den für 3 Eisen nochmal losschicken. 9 Stunden. Nee, ich würde sagen, den schicken wir erstmal auf die Reise. Für 4 Runen. Das kotzt mich jetzt an, hier jedes Mal die 100 Runen zu investieren. Und dann würde ich sagen, checken wir natürlich die anderen Bäden. Hier haben wir unseren Fleischklops. Gucken, was der für uns hat. Gucken, was wir da so abstauben können. Na gut, auch wieder nur Runen. Oder ein Zahnrad. Von daher müssen wir da mal gucken.
Kriegen wir natürlich auch wieder Zahnrad. Gut, okay, das nehmen wir mit. Können wir eigentlich auch ganz gut gebrauchen, von daher. Alles super, alles schick. Nur bei dem anderen Drache, bei dem Sturmfall, hat es mich natürlich extrem angekotzt. So, dann können wir natürlich unseren Fleischklops so erstmal noch ein bisschen pimpen. Das wäre natürlich auch eine optimale Sache. Ich will aber kurz nochmal hier drüben gucken, weil die Wahl, können wir die noch pimpen? Jo, den können wir auch noch pimpen. Ich denke, dann pimpe ich lieber den hier, den Todsinger. Denke ich, ist sinnvoller. Schicken den erstmal neu los und dann würde ich sagen, machen wir hier drüben weiter und schicken unseren Fleischklops gleich nochmal los, weil ihr seht natürlich, wir haben 123 Mille, 154 brauchen wir aus dem Grund. Schicken wir ihn erstmal nochmal auf die Reise für 2 Runen und gucken einfach mal, was der uns hier in den nächsten 2 Stunden so mitbringt. So, dann haben wir natürlich noch den Hakenzahn, was hat der für uns? Das Paket wäre natürlich optimal, aber wie gesagt, bei meinem Glück ist natürlich wieder mal nur das Zahnrad mit im Spiel, von daher hoffe ich natürlich nicht, dass wir es bekommen, aber wie ich sehe, bekommen wir es schon wieder. Alter, gibt's ja nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, ich hab hier auch immer so viel Pech auf der Reise oder in der Reise oder habt ihr da ein bisschen mehr Glück. Also wie gesagt, würde mich mal interessieren. So, außerdem ist mir natürlich auch gefallen, dass unsere Drachen, die bei Valka waren, natürlich schon zurück sind. Aus dem Grund würde ich auch sagen, werden wir erstmal hier unseren Hakenzahn nochmal zu Valka schicken. 7 Eisen kostet das, die haben wir gerade so am Start. Aus dem Grund würde ich es machen, weil die Valik-Koffer einfach mal, dass ich mal mit meinem Muffel wieder so 40, 50 Runen bekomme, dass ich da keine verschenke. Klar, ich würde natürlich meinen eisigen Kältegonkel auch gerne pimpen für 20 Eisen. Mann, ich weiß es nicht, was soll ich machen? Aber ich würde sagen, drauf geschissen, jetzt passt es gerade vor einer Zeit. Ich schicke ihn einfach mal los für 21 Stunden. Drückt mir die Daumen, dass ich den auf Level Nummer 91 pimpen kriege. Also wie gesagt, ich weiß nicht Bescheid, weiß nicht, ob es funzt oder ob es daneben geht. So, was machen wir dann? Wir könnten natürlich eigentlich auch nochmal in den Fight gehen. Ihr habt ja gesagt, ja, kämpfe einfach mal wieder hier gegen die nächste Flotte. Aus dem Grund würde ich sagen, probieren wir es einfach heute mal aus. Klar, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Also das ist natürlich das erste Ding, wo ich sage, Mann, ich bin mir nicht ganz so sicher. Wir haben zwar eine gute Chance, aber kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ich würde sagen, wir probieren es aus. Suchen uns den Gegner, beziehungsweise checken den Gegner erstmal ab und gucken, wie wir hier am besten agieren, von wo wir angreifen. Weiß ich natürlich nicht. Ich würde aber fast sagen, dass wir hier unten lang gehen. Weil von hier unten anfangen ist es sinnvoller als von da oben, oder? Müssen wir mal gucken, wie wir es am besten machen. Aber ich würde fast sagen, wir greifen von oben an. Da müssen wir einfach mal gucken, was so geht, was am Ende hierbei rauskommt. Weiß ich natürlich nicht. Wir werden erstmal gucken, was so geht, wie ihr sagt. Erstmal müssen wir da natürlich ein bisschen was zerstören. Macht Yalla. Mann, macht schon, macht schon, macht schon. So, das ist natürlich mies, dass wir davon keinen haben. Ich hätte hiervon natürlich gerne ihn da unten drin gekloppt. Aber gut, okay, jetzt müssen wir mit leben. Jetzt müssen wir gucken, was hier am Ende so bei rauskommt. Aber ich denke, den Sieg holen wir auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht natürlich megamäßig gut aus. Aber ich glaube, den Schlüssel verlieren wir. 2 Schlüssel werden wir mit Sicherheit behalten. Klar, sinnvoller wäre vielleicht gewesen, den letzten Drachen noch nicht loszuschicken. Hier erstmal ein bisschen mal drauf zu kloppen, um natürlich weitere so eine komischen Punkte hier zu bekommen. Aus dem Grund wäre es vielleicht sinnvoller gewesen. Dann hätten wir vielleicht den dritten Schlüssel auch noch am Ende gehabt. Aber ist egal. Den Sieg haben wir. Aus dem Grund bin ich damit natürlich megamäßig mit zufrieden. Wir werden hier erstmal natürlich jetzt gucken, was so geht. So, ein Screenshot habe ich nochmal kurz gemacht. Sorry. So, dann sammeln wir hier erstmal die Belohnung ein. Was nehmen wir, was nehmen wir? Ich nehme die Kiste und nehme die Kiste. Mann, Alter, ich wollte Runen, keine Runen, Zahnräder wollte ich haben.
Da haben wir sie. 11 Stück wären es gewesen. Aber gut, okay, haben wir wieder mal ein bisschen Pech gehabt. Ist halt so im Leben. Und ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit extrem viel Pech. Aber gut, ja, können wir nicht ändern. Checken jetzt erstmal unseren ohne Zahn. Oh, was sehe ich hier, was sehe ich hier. Wir kriegen auf jeden Fall ein Drachenei. Da müssen wir natürlich gucken, was für eins am Ende bei rauskommt. Ich hoffe natürlich eins, was wir noch nicht haben. So. Das haben wir schon. Das ist natürlich mies. Das haben wir auf alle Fälle schon am Start. Aber ist egal. Jetzt haben wir das am Start. Öffnen das, sammeln das natürlich erstmal ein. Könnt ihr uns hier erstmal nochmal angucken. Öffnen das und gucken, was ist das für einer? Kennt ihr den? Habt ihr den oder braucht ihr den? Also wie gesagt, würde mich mal interessieren, was ihr so sagt. Also der Schneegeist, den haben wir jetzt noch ein zweites Mal am Start. Gut, okay. Nehmen wir natürlich mit. Würde ich sagen, machen wir gleich mal einen Screenshot hier von den Bänen. Und lassen unseren ohne Zahn gleich nochmal los, um was Neues zu suchen, würde ich sagen. 200 Mille Holz haben wir am Start. Wir könnten natürlich auch sagen, wir checken unsere Sammlung, nehmen hier irgendwelche Gegenstände vom großen Überwilden. Was sagt ihr? Soll ich das lieber machen? Soll ich meinen ohne Zahn hier losschicken, um natürlich weitere Gegenstände zu sammeln? Oder soll ich ihn dann lieber auf die Reise schicken? Oder sage ich dann doch, nee, ich suche hier einfach nochmal irgendein Ei? Also wie gesagt, würde mich mal interessieren, wie soll ich es machen? Was soll ich tun? Also ich würde fast sagen, das Sinnvollste ist, wenn wir den einfach mal auf die Reise schicken, was kostet das? Können wir noch nicht machen. Gut, okay. 200 Mille. Mann, ich hätte natürlich schon gerne noch neue Drachenei aus dem Grund. Denke ich, wäre ja nicht so verkehrt. Aber gegenstandstechnisch hätte ich natürlich auch gerne was am Start. Trotzdem das Paket natürlich auch mega genial ist. Also wie gesagt, ich würde sagen, wir investieren einfach nochmal die 200 Mille. Lassen den nochmal losflattern, weil die Wahl, ich habe natürlich auch eine Aufgabe hier am Start. Schließe 4 Reisen mit Hicks und ohne Zahn ab. 3 haben wir abgeschlossen. Das heißt, eine brauchen wir noch, um die 75 Runen zu bekommen. So, was machen wir dann? Wir gehen auf jeden Fall nochmal eine Keilerei. Öffnen hier erstmal ein paar Pakete und gucken natürlich, was da am Ende bei rauskommt. Okay. Der Regenschneider, den nehmen wir natürlich mit. Dann haben wir hier nochmal ein 8-Stunden-Paket auf Stufe Nummer 5. Alter, 6-mal der Sturmschneid. 6-mal der riesenhafte Albtraum. 6-mal der wahnsinnige Zipper. 6-mal der Holzklau. Ich weiß nicht, wer von euch sagt, ja, der Holzklau ist mega geil. Nehmt den mal mit, den check ich auf jeden Fall gleich mal ab. Und dann haben wir hier nochmal 5-mal den Donnertrommler mit dazu bekommen. Dann noch 4-mal den Elite-Knochenräuber. Und den Dagos Grill, den Meier, so da am Vorn. Muss ich ganz ehrlich sagen, damit bin ich auf jeden Fall megamäßig zufrieden. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funzt, dass es so gut klappt. Aber gut, okay, manchmal muss man nur Glück haben. Ich habe mein Team natürlich auch geändert. Will jetzt aber, wie gesagt, erstmal den Holzklau hier abchecken. Naja, der hat auf jeden Fall derbe Gesundheit. Ich weiß nicht, was ist das für eine Attacke? Alle gegnerischen Drachen, das ist natürlich auch mega krank, muss ich sagen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, der hat natürlich Spezialattacken technisch nur 46. Wenn ich mir hier einfach mal den wahnsinnigen Zipper angucke, der hat 64. Und der Dagos Grill, wie viel hat der? 59. 838, was hat der hier? 720, klar, gesundheitstechnisch sieht es natürlich nicht so gut bei dem aus, also das ist natürlich auch ein bisschen doof, aber der greift natürlich alle gegnerischen Drachen an, das ist natürlich nice, wie die Sau, hier beim Dagos Grill, können wir auch mal gucken, entfernt Angriffshunde vom Gegner, alle Drachen, das ist natürlich auch richtig geil. Und auch alle gegnerischen Drachen. Der erschütternde Rüttler, was macht der? 1 gegnerischen Drachen. Klar, die Attacke ist hier mega krank. Von daher würde ich auch sagen, ja, eigentlich müssten wir den erschütternden Rüttler mit dabei lassen. Also mit im Team lassen. Das ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig. Weil der zieht natürlich immer gut derbe Lebenspunkte ab. Lebenspunkte des Gegners. Ich würde sagen, wir gucken einfach nochmal beim Windknirscher. Alle gegnerischen Drachen, also ich denke auch, das ist sehr, sehr gut betrifft. Alle gegnerischen Drachen kann erst angreifen, wenn selbst angegriffen. Ah, verlangsamt alle gegnerischen Drachen.
So, das ist natürlich erstmal gut zu wissen, muss ich sagen. Ich denke auch, dass wir mit dem weiter agieren sollten. Aber wie gesagt, wen soll ich zu Hause lassen? Also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wen soll ich austauschen, für welchen Drache. Klar, ihr habt schon viel in die Kommentare geschrieben. Manche sagen, ja, nehmen lieber den normalen Knochenräuber als den Elite-Knochenräuber mit. Also den habe ich ja schon ausprobiert, wo ich sagen muss, naja, so pralle war er nicht. Dann haben wir hier natürlich noch einen Sturmschneid. Aber wie gesagt, ich halte eigentlich viel von den Champions-Drachen, also von den Bienen gerade. Und natürlich auch vom Dagoskrim Donnertrommler. Also ich hätte natürlich am liebsten ein Vierer-Team. Das wäre mir natürlich wichtig, ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Habe jetzt den Dagoskrim auf alle Fälle mit dabei, weil er auf Stufe Nummer 9 ist. Aus dem Grund würde ich auch sagen, gehen wir so einfach mal eine Keilerei. Wenn ihr da eine andere Ansicht habt, schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ich probiere so jetzt einfach aus und gucke, was da am Ende bei rauskommt. Holen wir einen Sieg oder kriegen wir auf die Mütze? Das ist natürlich mal wieder mal die Frage für uns. Drei Gegner haben wir auf Stufe Nummer 7. Von daher müssen wir mal gucken, was hier so geht. Holen wir uns hier einen Sieg oder eben nicht? Ich weiß es nicht, aber ich denke, wenn wir uns nicht ganz so blöde anstellen, kriegen wir es hoffentlich auf die Reihe, den Gegner irgendwie platt zu machen. Greife ich den erstmal an. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf den hier rauf. So, wie jetzt weiter? Was macht der Gegner? Wen greift er an? Na, ich mir gedacht, den erschütternden Rüttler. Greifen wir den gleich nochmal an. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir eine Spezialattacke hier bald mal einsetzen können. Ich hoffe natürlich. So, ich würde sagen, die setzen wir gleich mal ein, kloppen da erstmal ihn komplett auseinander, holen uns damit auf jeden Fall, nee, zwei Drachen, so ja, die machen wir gleich mal platt und dann greifen wir den auch gleich nochmal an, was bleibt uns so an und übrig, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall mega gute Chancen, ich hoffe natürlich nicht, dass wir jetzt den erschütternden Rüttler noch verlieren, aber ich denke mal, dass es so kommen wird. Jo, so sind die kommen, wie ich es mir gedacht habe, aber drauf geschissen. Wir holen uns den Sieg, haben jetzt auf jeden Fall das nächste Paket am Start. Müssen dann natürlich gucken, was gibt es hier für uns? Welches Paket können wir bekommen? 19 Pokale kriegen wir erstmal mit dazu und dann kriegen wir nur so ein Dovet. 3-Stunden-Paket, gut, okay. Nehmen wir mit, bleibt uns ja nicht anderes übrig. Aber ich würde sagen, wir gehen nur gleich nochmal in den Kampf und suchen uns hier. Was ist denn hier passiert? Habt ihr sowas schon mal gehabt? Alter, das hatte ich noch ja nie. Ich weiß nicht, hattet ihr Problem? Nicht Sinn, ich hätte jetzt ja keinen Bock drauf. Ich will jetzt einfach mal nochmal eine Runde gamblen aus dem Grund. Suchen wir uns hier den nächsten Gegner. Ich hoffe natürlich, dass wir das Paket jetzt bekommen haben. Das weiß ich jetzt ja auch nicht so genau. Ey, das ist jetzt so weg, oder was? Alter, was ist das hier? Haben wir vielleicht eine Chance auf ein besseres Paket? Ja, wir unsere Orden sind natürlich auch mit. Jetzt haben wir auch weg. Unserem Gegner haben wir jetzt natürlich auch wieder mal hier eine Braut mit extrem krassen Drachen. Von daher müssen wir mal gucken, was so geht. Was wir hier so reißen können. Also keine Ahnung. Wer ist das? Kaiser Löfgren. Okay, okay, okay. Also ich kann mir vorstellen, dass die uns am Ende dann doch platt macht. Also wenn es doof läuft, sind wir auf jeden Fall megamäßig am Arsch. Ich sehe auch gar, die hat, naja, U2 derbe Drachen mit am Start. Von daher müssen wir mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Versprechen kann ich natürlich erstmal nichts. Aber wie gesagt, der Knochen immer so noch mit am Start und dann sind sie auf jeden Fall auch im höheren Level. Von daher ist das natürlich megamäßig fett, megamäßig harter Gegner. War erstmal gut, dass der das weggeknallt hat. Das war auf jeden Fall relativ stumpf, klar. Jetzt sieht es natürlich für uns auch nicht so gut aus. Wir greifen den erstmal an. Jetzt ist der wieder dran, Alter, zum Glück. Greifen wir den gleich nochmal an. So, ich glaube, wenn wir uns nicht ganz so blöde anstellen, können wir hier so einen Sieg nach Hause schaukeln. Mal gucken. Naja, gut, okay, das war jetzt natürlich nicht so cool, aber ich würde sagen, wir greifen erstmal den an. Dann würde ich sagen, greifen wir den hier. Wen greifen wir an?
Greifen wir erstmal den an. Dann greifen wir. Wir können den Eno erstmal gesund machen, aber ich würde sagen, nö, doofe Schüsse. Ich denke, wir holen so auf jeden Fall den Sieg, machen den natürlich platt und haben jetzt nur einen Gegner vor der Brust. Müssen jetzt natürlich gucken, wie es weitergeht. Einen haben wir verloren, aber ich würde sagen, wir können jetzt gleich nochmal von unserem Dagos Grill die Spezialattacke einsetzen. Machen mit, holen jetzt auf alle Fälle den nächsten Sieg. So muss es sein, so muss es laufen. Richtig geiles Ding, richtig fette Sache. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir hier abkacken. Plus 59. Die Braut kotzt auf jeden Fall gut derbe ab, glaube ich. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall megamäßig mit zufrieden, wenn das Spiel jetzt nicht wieder abkackt. Also darauf kommt es natürlich an. Und, wie sieht's aus? Erstmal haben wir ein Paket, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich nochmal in den Fight und gucken natürlich, was jetzt so geht. Alter Schalter, haben wir wieder mal drei harte Gegner. Aus dem Grund wird's natürlich auch wieder mal extrem hart für uns. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie wir das machen, ich weiß noch nicht, wie wir agieren, aber ich weiß auf alle Fälle auch noch nicht, wen wir angreifen sollen. Also wie gesagt, es ist mega hart. Der hat gesessen. Den greifen wir an. Den von Beden. Ich würde sagen, wir greifen erstmal den an. Dann greifen wir den hier an. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Gegner. Ja, das ist erstmal gut. Naja, aber der ist gut. Der hat uns erstmal weggekloppt. Aber ist egal. Müssen wir mit leben. Wir greifen jetzt auch erstmal an. Machen erstmal Bambulo und müssen gucken, was da am Ende bei rauskommt. Erstmal kloppen wir selbst auch ihn weg. Das ist natürlich auch relativ nice für uns. Dann würde ich sagen, greifen wir erstmal den rechten an. Gehen wir gleich nochmal rauf. Jetzt weiß ich nicht, was er macht. Also darauf kommt es natürlich an. Alter, das war richtig krank. Sind wir jetzt nochmal dran? Oh nein! Hauen wir den weg? Den hauen wir erstmal weg. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie es weitergeht, was der Gegner macht, wie er agiert. Da bin ich natürlich extrem gespannt. Was hat der jetzt gemacht? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Habe ich keine Peilung. Ah, unser Angriff wurde verringert. Mann, unsere scheiß Attacke. Jo, die ist erstmal weg. Das ist natürlich cool wie Sau. Nee, dann machen wir was anders. Oder nee, wir greifen erstmal an. Machen wir einfach. So, wir schüssen. Wir müssen es jetzt so probieren, weil andere bleibt uns ja nicht übrig. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mich nochmal irgendwie gesund mache. Aber ich glaube, das hätte nichts gebracht. Am Ende haben wir den Sieg in der Tasche. Alter, wie viel hat der denn? 8470. Oliver Kamann. Alter, den haben wir richtig abgezogen. Plus 60. Richtig geiles Ding. Hätte ich auf jeden Fall nicht mit gerechnet. Und dann kriegen wir nur so ein blödes 3-Stunden-Paket. Also, naja. Gut, okay. Kann ich auch nicht verstehen. Da wäre ein 12-Stunden-Paket auf jeden Fall drin gewesen. Aber gut, okay. Müssen wir mit leben. Das haben wir jetzt auch am Start, haben die Keilerei soweit erstmal erledigt. Also wie gesagt, hier können wir erstmal nicht so wirklich was machen, müssen noch ein bisschen warten. Gehen hier zurück auf Berg, können jetzt natürlich erstmal unsere Drachen abchecken, die hier bei Valka waren. Drehen wir hier einfach mal am Rad, würde ich sagen, gucken nach, was gibt es hier. Ey, wieder mal nicht. Also ich weiß nicht, mehr Pech kann man doch ja nicht haben. Habt ihr so viel Pech? Würde ich einfach mal nochmal gerne von euch wissen. So, dann checken wir gleich mal den Zahnmeister. Was geht hier? Auch hier haben wir wieder mal extrem viel Pech. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich die schon neu losgeschickt habe. Aber ist egal. Das einzige Gute, was wir haben, wir haben neue Drachenei am Start. Da mache ich jetzt so kurz nochmal einen Screenshot von.
So, da haben wir es. Öffnen wir natürlich. Hier haben wir doch gleich nochmal. Und dann würde ich sagen, checken wir hier den Drache erstmal ab. Da ist er, unser neuer Drache. Der brandneue ist am Start. Das ist natürlich auch nice wie die Sau. Also wie gesagt, ich bin gespannt, was der so auf Tasche hat. Also wen haben wir? Den greifenden Gründling haben wir hier. Und zwar können wir den jetzt natürlich da platzieren, wo wir wollen, wenn wir hier auf Berg überhaupt noch Platz haben. Ich glaube, unsere 30 Slots sind schon weg. Von daher sind wir da auf jeden Fall eventuell extrem angeschissen. Nee, das passt noch. Das ist natürlich mega geil. Cool, dann können wir den gleich mal pimpen. Könnten den für 16 Minuten nur gleich nochmal trainieren. Gucken uns den erstmal noch aus der Nähe an. Optisch sieht er natürlich geil aus. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt am Start habe, den greifenden Gründling, weil das Ding ist. Wir haben hier eine Aufgabe. Trainiere einen greifenden Gründling auf Level 48 und sammle mit dem 1,5 Millionen Holz. Also wie ihr sagt, jetzt kann ich die Aufgabe natürlich in Angriff nehmen. Jetzt können wir hier nochmal gucken, was geht hier. Okay. Naja, wieder mal die Runen, alles klar. Schicken wir den erstmal nochmal neu los. Neue Formel. Boah, neue Formen. Ich habe jetzt auch nicht so schnell gelesen. So, dann haben wir das auch erledigt. Können jetzt eigentlich nicht so wirklich was machen. In der Akademie ist alle Paletti bei Valka natürlich auch. Dann haben wir natürlich hier die Drachen, die bei Valka waren, gecheckt. Da ist überall Paletti, unsere Drachen haben wir neu losgeschickt. Trainieren können wir, wie gesagt, keinen mehr. Im Bruthaus ist auch alles so weit. Paletti, unser ohne Zahn ist on Tour. Die reisenden Drachen natürlich auch. Von daher denke ich, sind wir eigentlich so weit durch. Haben hier eigentlich so weit alles erledigt. Alles erledigt, was wir erledigen konnten. Die Aufgabe, okay. Was haben wir dann noch? Eigentlich fällt mir nicht so wirklich was ein. Nö, ich würde sagen, wir sind durch für heute, haben eigentlich soweit, wie gesagt, alles erledigt. In der Keilerei können wir nicht nochmal gehen. Außerdem seht ihr natürlich, ja, 2300 Pokale habe ich hier am Start. Ich weiß nicht, wie viel habt ihr, würde mich natürlich auch mal interessieren. Gut, wie gesagt, für heute sind wir erstmal wieder durch. Ich wünsche euch was, bis dann, tschüss.